Liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich hier im Estadio da Luz begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Rafa. Stark gearbeitet hier. Ja, wird hier gut unterstützt. Rafa. Das ist die Chance. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Und nun N'Golan. 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 Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Die Ecke kommt. Ah, den muss er besser klären. Volley genommen. Ball wird hier erstmal geblockt. Das könnte die Chance werden. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Oh, das könnte was werden. Ballerobo. Ball läuft gut. David Neres. David Neres. Das sieht richtig gut aus jetzt. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Peter Gerkens. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Jetzt die Ecke. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Muss Ecke geben. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. Die Ecke kommt rein. Nee, das wird nichts. Ball im Aus.
Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Aktuell haben sie den Ball. Schauen wir mal, was sie draus machen. Rafa. David Neres. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Gut verteidigt. Und Nainggolan. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Das könnte es sein. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. 45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Mit der knappen Führung für Benfica machen wir nun weiter. Es geht los mit Durchgang 2. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Jetzt vielleicht. Gehalten! Ah, klasse geklärt. Rafa, da ist er zur Stelle. Was für eine Stimmung jetzt hier. Die Fans pushen ihre Mannschaft nochmal. Sehr kraftvoller Schuss, aber geht nicht rein. Hat nicht viel gefehlt. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Alderweireld. Jetzt sind sie am Ball. Rafa. Florentino jetzt. Ganz enge Geschichte. Abseits. Fahne geht sofort hoch. Hat auch nicht jeder mitgerechnet. Peter Gerkens. Das ist Nainggolan. Ratcha Nainggolan. Ist es das jetzt? Aufs leere Tor. Flachodimos hält. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Gefährlich jetzt. Die Riesenchance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Nainggolan jetzt. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, weg ist der Ball. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Er schießt, er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Oh, toller Pass, gute Aktion. Er nimmt den Volley. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Genau hinschauen jetzt. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich.
klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Da ist die Chance. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird es zu eng. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Rafa. David Neres. Ja, energischer Vorstoß. Alderweireld. Sie können den Ball abfangen. David Neres. Und jetzt die Chance. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Schön viele. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung.